Also, erstmal Rinde gewinnen. Da sind wir wieder an der Wand zerpatscht. Wie gerade eben. Schon zweite Mal in dem. Auf der Scheißstrick. Oder die Scheiße ist nicht, aber immer die gleiche Stelle. Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an Es 2014 zurückerinnern, fand hier eines patschen der mir dort der Fliege halbwegs ereignisreichsten kaputt und dann Formel-1-Geschichte statt. Mit kontroversen versuche ich Toten die und Einzelverkauf noch reichlich voll zu Katakomben, fahren, die haben den das ganzen Sinken, Flügel voll gegangen, ja. Überholmanövern in letzter Und dann Sekunde und zerpatscht einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. mir. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Müssen Sie Zeit, das den Training ja noch großen Preis von weiterfahren, weil es ja Aserbaidschan. jetzt ja schnell kauft. Der Baku City Circuit Hatte hat ja eine noch Länge 18 Minuten. von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie zwei DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadt noch. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier In deinem katastrophale Alter Auswirkungen soll für die okay sein, Fahrer haben. glaube ich jetzt. Der ist Ein schon runzlig herzliches und Willkommen vergammelt. auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Beginnen wir doch mal mit Alexander Albon. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus Was? starten, da Sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für Sie. Was für Jeder eine. muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen Was für eine zurechtkommen. Pizza, was für ein Und ab und Arsch. zu einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Ach, Heute geht vom es nicht Norma darum, jetzt. den Wunder zu Ja, wirkenden Wagen dort zu positionieren, wo Bomba, er eigentlich was für eine sein Magie. sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Es ist an der Was Zeit, eine mit Scheiß bedachte Kies? Startaufstellung für das heutige Rennen zu prüfen. Herr Witzbold startet aus der Pole Ach, Position und Lewis fast. Hamilton macht die erste Ja, der Meldung Typ war komplett. ja, Die deswegen restliche okay. Startaufstellung sieht wie folgt aus: Bottas, Vettel, Charles Leclerc und Ja, Verstappen, dann freut sie mich nicht. Komm mal auf, ohne Witz, Norris, dann sagst du bestimmt Heikkinen lecker. und Ja, Carlos da kriegst du einen Sainz-Jungen. Pizza, Aber Hülkenberg, Käseauflauf, ohne Witz. Da ist mir zu viel Alonso, Käse, als Russell, ob Albon über wegen auf einer ein Kilo drohenden Scheißendreck Geldstrafe ist, ob über hinterlegt. 6, 700 Gramm Käse drauf. Ricardo, Ja, der Lucas, ohne Witz, Vettel sorry, und sagt, ey, dann ich wären ich hab's Russell einmal und gegessen, Kevin hat verlegert, Magnussen schmeckt wie wegen nicht so der ein Viertelteil letzten von es, also 100 Startaufstellung. Gramm, Hilft der aber gegen Albon mehr aus wurde zwar dieser schon Strafe schlecht. Warum? nicht? Weil der so viel, ja. Da ich eine Packung mit Käse zu. Ja, denke ich, wie ich die gerade höre, aber wenn du im Kopf dachte, ja, das ist Wir was haben ein verlinkt. paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Wenn sagen wir 70% von dem Ding da aus Käse besteht, deswegen steckt ja auch halbwegs kein vielleicht ein Stück davon so groß wie wir Pizza machen, ja, wie ja, will ich auf jeden Fall mehr nicht, ja. Oh, ich habe da 5 Seiten gegessen. Deswegen habe ich gefragt, was von der Mutter nie gegessen. Ja, was den Thomas und ob er das Fresse sieht, erstmal schon gesagt. Ja, jo, ohne Trinken fresse ich das nicht. Ich wollte sagen, wie vor 5, 6 Jahren Haselstraße. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Der frisst so viel Rewe-Scheiße, der Gaumen ist von der Rewe gemünzt. So war das schon. Ja, das Tor wurde wieder fast nachzurufen muss. Ja. Ja, und dann die falschen Pepper, und dann die falschen Pepperoni. Ja. Und ich musste die Scheiße auch bezahlen. Du bist beim Energieeinsatz am Limit. Du wirst vor Ende der Runde ohne ERS dastehen. Senke den Einsatz, um das zu verhindern. Positiv denke, nehme ich wenigstens schon jetzt so.
Vielleicht nur wie die Scheiß. Ach so, was. Der ah, ja, Motor wirkt etwas schon angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Mein Gott, da macht der Motor halt Bumm. Ist mir jetzt auch schnuppe. Nächsten Rennen bin ich ja vom Team Foot. Juckt's mir auch, der Motor Bumm macht. Kann sich der nächste Fall drum plagen. Ist nur wie die ich bin Helix, allerdings kein Schokolade, aber dann nur die Schokoladepizza, ja verdeifen. Ja. Okay, wir können ein wenig Atmos unter Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Was? Da war ich ja bei dir, ja, da habe ich nur ein Stück abgebissen und oh. Das habe ich gemeint, ey, da ist schon wo Zucker gedönst, da war ja in 18 mit Cola und bla bla bla, mit Körper schon noch geschrien hat und dann noch, ey, war das, ey, wie ob du den ganzen Tag auf einmal einen Goschen schiebst. Und dann gibt es noch Leute, die klatschen noch mehr drauf, weil sie dann schreien, wie du am Kies, da wird zu wenig Schokolade drauf. Für dieses Rennen. Wie? Wieso fällt's nicht? Ja, vielleicht fällt's mir, ja. Ja, da gibt's den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Guck denn. Geht in Ordnung. Harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Ich find normal. Aber so ist halt. Ich find die. Kann mir wie angucken, ich mache da fast keine Fahrfehler, da die Formel 2 lassen sich auslegen wie jetzt bei Williams. Ja, ich merke von der Williams keinen Unterschied zum Ferrari. Ja, Reifen gehen raster ja auch schneller wie. Ja. Ich merke auch zu der Williams keinen Unterschied zu dem Multiplayer-Auto. Das ist auch für mich normal fahren. Die alte Scheißkisten, ja, oder da wie letzten Wochenende in Spanien. Da der alte 98er McLaren, ja, der hat fast die Kurve gerutscht, den Unterschied zum Spiel gemerkt habe. Der Mercedes fährt ein bisschen ruhiger, ja, dann kannst du eh auf die Kurve fahren, rutscht weniger weg, ja, stabiler auf den Curves oder wie ich schon zu ihm gesagt habe, wenn du jetzt die Teile da abkürzt, ja, und Mercedes kannst du ruhig ohne Problem volle Kanne drüber rasen. Da beim zweiten Abkürzen, ja, wo der Fahrer im Gelände ein bisschen ruppelt, ja, muss du gut festhalten. Aber, ja. Ich hab's nur gesagt, wo ich es gemerkt habe. Mein Gott. Und dann eben bei jedem Kurve, ja, Bums, ob das jetzt wie hier in Aserbaidschan abgekürzt wäre oder nicht, ja. Jetzt guck ich mir auch im Kopf gefallen und nur mit einem Rad. Also da wie jetzt der gehoppelt hat, damit sie es wäre jetzt ruhiger geblieben. Oder wenn du aus der Szene in die Wiese kommst und ganz schnell rausfährst, ja, musst du nicht da in Italien, wo du DS benutzen und da die Wiese rasen. Also muss ich sagen, das ist abgerissen und einfach Wiese batsch. Ja, komm jetzt sehe viel schneller raus. Und fährt auch die Wiese ruhiger. Sag mal, die schießt jetzt da eine Runde, zum Beispiel am Startblaber bei Brasilien, ja, da liegt auch so ein komisches Hoppelteil, so eine Bodenschwelle, ja, Bus, hab ich zum Kopf. Also, da liegt der Mercedes viel ruhig, wenn da jemand runterschießt, ja, fahr ich natürlich auch, fahr ich die extra raus aus der Strecke, dann fahr da wo ich runtergeschossen wird, gerade aus Runde.
Ey, ich war schon Benzin mager und um Benzin geht doch nicht von aus. Letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Nämlich der scheiß Benzin verarschen. Niedriger wie niedrig geht nicht. Und ich bin im Minus. Mein Gott. Fahre hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 53,7. Da gibt es nochmal, wenn das angeht, das ohne 100 in ein anderes Farming. Was? Ja, das kann ja erst mal irgendwann Ende November, Anfang Dezember. Jetzt hoffe ich, das war. Aber wenn jetzt 2019 natürlich kurz vor Weihnachten oder Ende November steht, dann ist es das. Behindert. Wo ist halt, ja, sie ist positiv. Nämlich nee, schwingen sie nicht zu. So, Rennende. Wechseln wir das Team. Macht's auch bling. Da macht's nochmal bling. Da machen wir uns zum ersten Fahrer. Das Team von Williams zeigt heute hier deutlich, was in ihnen steckt. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche. Ja, stimmt. Dann kurz nach Ziellinie gibt es die lange Gerade, wo dann der Bremspunkt kommt, wo man nach oben fährt. Kurz vor der Box. Ja, da hat es mir auch auf den Arsch weggedreht. Vorletzte von unten müsste sein. Ja, wenn ihr redet, ja, guck, Dom da hat zugehört. Ja. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Abstand an der Zwischenspeicher heißen. Schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Das ist auf jeden Fall ganz unten müsste Hauptmenü sein, ja, als ZH. Ist er ganz ohne Aufregung seinen Job macht. Und genau das hat er heute getan. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber Ding ist, es ist Nazi. SS. Zwischenspeicher. Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und das Spiel ist so lang Farming, bis einer von den Zekle A hat. Weil dann findet sich sie jene, wenn der andere A hat und dann der andere nix. Dann habt ihr Pech gehabt, oder wenn Thomas A hat und Ralf nix und umgekehrt, der Ralf zuerst A. Weil über A kommt dann zu mir. A und S spielt er zusammen. Ja, alles klar, dann müsst ihr auch S ranrufen können. Ja, das ist ja behindert. Die Außer hat nicht die Lobby gewechselt und ist ihr jetzt gerade aufgestiegen, ja, dann bleib ich auch drin. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Es scheint, als würde Ihr Team in Sachen Entwicklung hinterherhinken. Was ist der Grund dafür? Sie haben heute ein knappes. Jetzt habe ich wieder Blau gekriegt statt Scape. Oh Gott, zack.
Jetzt bin ich wieder gelb. Oh Gott sei Dank. Danke für den Kommentar. Was ist das für ein Scheiß? Das mach ich mal, wie es mir hier und her schwappt. Boah. Zweimal gelb, einmal blau. Jetzt zocke ich bestimmt wieder, ist der Ball bestimmt wieder in der Mitte. Zeig ja, die Trophäe, mit die zwei Trophäen wird mir echt das Knick brechen. Ja, ob ich das in 10 Jahren hinkriege. Ich glaube, da spiele ich nur bis PlayStation 6. Ah, was machen wir, bis die A haben? Wave Farming. Oder fahren wir auch scheiß online. Und singt dann wieder. Von meiner fast schöne 1,8. Ich hab doch bald Gold. Ich hab doch schon Silber 3, Silberstufe 3. Sagte doch. Boah, guck mal, Ruf. Mein Ruf ist fast hinten. Wieso kann nicht Ruf-Trophäe sein, ey? Wer ich? Ja, bin ja gleich fertig. Ja, nur meinen Vertrag noch einen neuen aushandeln. Tolle Arbeit an diesem. Das kann ich ja nicht sprechen. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ja. Okay, geht auch alle 4 Rennen wie bei 18. Scheiße, wie geht anderes Team? Einmal X oder was? Vertrag beginnen. Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Nee, da unten. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Anderes Team. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Wo bist du, Alpha? Da, Alpha Romeo Racing. Da, das ist Blinknacht. Von hier aus können wir das Team. Oh ja, auf zu babbeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Scheiße, wenn du das Team wechselst und das Team wechselst, verlierst du alle Ressourcen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist behindert, dass meine. Kann man bei einem Wechsel die Punkte nicht mitnehmen? Ja, die du nach dem Rennen kriegst. Deine Ressourcenpunkte. Das, ja, und deine. Wie da dran steht, die Rivalenpunkte gehen. Genau runter. Ja, steht da. Wenn du das Team wechselst, verlierst du deine Ressourcenpunkte, ist ja da, wo man ja den Baum hochmacht, deines vorigen Teams und übernimmst den Forschungsfortschritt deines neuen Teams, das seinen Wagen möglicherweise auf eine andere Art weiterentwickelt hat. Auch deine Realitätenpunkte werden zurückgesetzt. Ah, nee. Dann wächst sie noch nicht. Mach ich erst mal Baum voll. Dann mache ich erst den Baum voll. Okay.
okay. Das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Ah, Bling, ah, stimmt. Ui. Bling hat's gemacht. Was war das jetzt? Bin ich erst so faul geworden, wo ich es gar nicht wollte? Hab ich glaube vergessen hinzumachen. Ja, egal. Ich wollte was anderes, ich wollte was höher stellen. Egal. Als automatisch mich zum ersten Fahrer gemacht. Ja. Scheiße, ich wollte auch die Dinge höher stellen. Machen wir es mit einem anderen Ding. Hätte ich doch mehr Punkte gemacht. Da habe ich aber vorhin nicht geachtet. Egal. Werde erst in einem Rennen 18 oder besser. Dann machen wir kurz noch hier den Baum. Boing. Ich habe bloß ein Boing hinter mir gespürt. Ja, ja. Ja.